In letzter Zeit habe ich sehr viel Valorant gespielt. Also Valorant ist gerade eigentlich im Moment das einzigste Spiel, was ich wirklich spiele. Und ich muss auch sagen, Valorant ist wirklich ein geiles Spiel. Also dieses Prinzip 5 gegen 5, es gibt verschiedene Agenten mit verschiedenen Fähigkeiten und so, das ist alles sehr cool, okay? Man kann sich Waffenskins kaufen, auch wenn die komplett überteuert sind. Und du kannst dir neue Agenten freischalten. Das Spielprinzip ist eigentlich wirklich cool. Du kannst competitive spielen und deine Ränge hochpushen, auch wenn du gefühlt immer nur gegen Smurfs spielst. Aber du kannst es versuchen, deine Ränge hochzupushen und so. Das heißt, du hast eigentlich immer irgendwas zu erspielen in dem Game. Und das Prinzip des Games ist eigentlich auch sehr cool. Und es gibt etwas, was mir an Valorant, was ich einfach nicht verstehe an Valorant. Ich weiß nicht, welcher Praktikant oder welcher Mitarbeiter sich das überlegt hat, aber er ist wirklich ein hat. Und zwar diese Kack-Airpoints. Ich weiß nicht, wer sich die überlegt hat. Aber die sind... Das ist das Schlimmste an dem ganzen Spiel. Du kaufst dir eine neue Waffe für fast 20 Euro. Du denkst dir, boah, ich habe richtig Bock, diese Waffe jetzt zu spielen, weil ich sie mir ja neu gekauft habe. Du kannst sie aber nicht spielen, weil du keine Airpoints hast. Und ohne Airpoints kannst du deine Waffe nicht mit Animation spielen. Das heißt, die sieht einfach nur hässlich aus. So, jetzt ist die Frage, wie bekommst du diese Airpoints? Wir wissen alle, die Valorant spielen, man kriegt die im Battle Pass. Man kriegt aber nur alle Seite 10 oder maximal 20 Airpoints. Das Problem an der Sache ist jetzt nur, bis du eine Seite voll hast im Battle Pass, diese eine Seite, brauchst du so viel Spielzeit oder so viel Spielstunden. Du musst mindestens zwei, drei Tage lang spielen, also nicht am Stück, aber so zwei, drei Tage lang, jeden Tag so eine Stunde, zwei musst du mindestens spielen, damit du diese Kackseite voll bekommst. Das bedeutet, du musst so viel spielen, dass du genug Airpoints hast, um die Waffe mit Full-Animation und vielleicht mit einer anderen Farbe zu spielen, dass du dir die Waffe gar nicht kaufen musst, weil das so lange dauert. Jetzt gibt es die zweite Option, du kaufst dir einfach Airpoints. Also mit echt Geld kaufst du dir Airpoints, damit du sie spielen kannst. Ich wollte mir die auch kaufen, weil ich dachte, ja okay, komm, ich kaufe mir einfach so vielleicht 40 oder so. Vielleicht gibt es 40 für 10 Euro. Nein. Für 20 Airpoints zahlst du 1600 Valorant Points. Das sind 16 Euro. Ich weiß nicht, wie sehe ich denn aus? Mit 20 Airpoints kannst du die Waffe nicht mal maximal leveln. Du kannst 2 Upgrades machen. Du musst mindestens 3 machen, dass du den Finisher hast. 40 Airpoints kosten fast 30 Euro und 80 Airpoints kosten fast 50 Euro. Ich weiß ja nicht, wie ich aussehe, aber Digga, ich bin nicht Millionär. Ich kann mir das niemals leisten. Niemals. Und dann habe ich mir erst gerade 2 neue Skins gekauft. Einmal die River Vandal und einmal die Spectrum Phantom und noch eine Vandal, die Iron Vandal. Also ich habe viel zu viel Geld für das Spiel ausgegeben. Aber ich kann keiner dieser Waffen spielen, weil ich keine Airpoints habe. Die Iron Vandal habe ich noch nicht mal mit Animation. Das heißt, die Waffe kann ich gar nicht gebrauchen. Die River Vandal habe ich gerade einmal mit Finisher. Ich kann aber trotzdem nur die Standardfarbe spielen, weil ich keine Airpoints habe, um mir eine neue Farbe zu kaufen. Und die Spectrum, genau gleich, da habe ich keine Airpoints, um zum Beispiel die schwarze oder die lila eine Farbe zu kaufen. Also ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich habe so viel Geld in das Spiel ausgegeben und so viele Skins, aber ich kann keinen von denen spielen, weil ich keine Airpoints habe. Ich kann einfach trotzdem weiterhin die Standardwaffe spielen, weil ich einfach keine Airpoints habe, um die anderen zu spielen, weil die einfach kacke aussehen sonst. Keine Ahnung, was ich da jetzt noch machen soll, aber kack auf diese Airpoints, wirklich. Das Spiel ist einfach schlecht, ist einfach. Sag euch auch ehrlich, das war's auch schon wieder mit dem Video. Ich wollte euch eigentlich nur ganz kurz was über diese Airpoints erzählen, was meine Meinung dazu ist. Und ja, könnt gerne eure Meinung reinschreiben, was mit dem Video und ja.